mache ich euch mal wieder einen kleinen Film. Ich habe euch ja gesagt, es war gestern hier oder heute Shanatova. Frohes neues Jahr. Ich laufe hier auf der ganz berühmten Rothschild Boulevard. Das ist der Typ, der damals die finanzielle Education aus dem Schulplan verbannt hat, weil er nicht wollte, dass Leute finanziell frei werden. Ich kann euch sagen, ich laufe hier auf dieser sehr teuren, wundervollen Promenade. Die ist nämlich in Israel, in Tel Aviv, weil Rothschild war natürlich ein Jude und beherrscht mit einer der wenigen Familien die ganze Welt. Dieser Name, die besitzen alles und sie wollen uns natürlich klein halten. Was macht man dagegen? Man bildet sich. Nicht in der Schule, natürlich nicht. Okay, ich zeige euch mal gerade das Schild, Rothschild, damit ihr das auch seht. Und man bildet sich. Ich fahre jetzt nach Manchester, beziehungsweise nach Netwich und werde am Mittwoch ein Mastermind-Training mit Simon Stepsis absolvieren, werde an meinen Marketingstrategien arbeiten und was es sonst noch so online gibt. Man kann immer was dazulernen und ich habe mich entschieden, ich lerne von den Besten. Das Wort zum Montag heute, hier von mir. Wartet, Moment, ich zeige euch das gerade. Kann man das lesen? Moment, Rothschild, Rothschild, Rothschild. Seht ihr das? Das ist Mr. Rothschild. Ja. Und ja, der war so clever. Der wollte nicht, dass wir uns finanziell weiterbilden, weil er möchte auch gern, dass wir alle schön arbeiten gehen und Geld verdienen und so bleiben, so klein bleiben, wie es nur irgendwie geht. Das war heute hier von mir. Ich fahre jetzt gleich zum Flughafen und wir sehen uns bald dann in Deutschland. Nächste Woche bin ich wieder da. Ich wünsche euch was. Ganz schönen Montag. Schicke euch noch ein bisschen Sonne. Schaut mal her. Strahlender Sonnenschein. Ich mache gleich noch einen Film am Strand. Da laufe ich nämlich jetzt schnell noch hin. Und bis dahin, tschüss, Janka.